Freunde, erstmal herzlich willkommen zum neuen Video. Wir zeigen euch heute mal, wie wir einen Eingangsbereich sanieren. Ihr seht im Hintergrund dieses Natursteinpodest und hier ist es einfach so, dass die Fugen nach 30 Jahren einfach porös waren, im vorderen Bereich mehr als im hinteren Bereich. Das Dach hat nämlich einen Überstand, das heißt im vorderen Bereich haben wir mehr Bewitterung als im hinteren Bereich und im vorderen Bereich konnte man die Fugen eigentlich so rauskratzen. Ja, und im hinteren Bereich müssen wir die Fugen dann aufwendiger entfernen. Es ist aber so, dass man die Sanierungsmaßnahme natürlich immer sehen würde, wenn man nur einen Teilbereich saniert, und bei der kleinen Fläche macht das Sinn, den kompletten Bereich zu sanieren, und dann sieht man eben auch keinen Farbunterschied bei den Fugen. Ja, wir haben uns das Ganze natürlich im Vorhinein gut angeschaut und überlegt, welche Sanierungsmaßnahme hier zielführend ist. Und es war ganz schnell zu erkennen, da die Platten eben noch fest lagen, also die haben nicht irgendwie gewackelt. Und so gab es auch keine Frostsprengungen, also die Platten lagen wirklich noch 1A und somit war für uns klar, wir müssen hier nur die Fugen sanieren. Ja, und das ist jetzt eben verdammt wichtig, wenn ihr zu Hause merkt, dass einzelne Platten lose sind, dann müsst ihr wirklich dafür sorgen, dass die wieder fest liegen, also nicht einfach einen neuen Fugenmörtel einfugen, das wird auf Dauer nicht halten, ihr müsst die Platten wirklich hochnehmen, den Beton womöglich ein bisschen wegstemmen und die Platten dann in ein dünnes Mörtelbett mit Kleber verlegen. Ja, hier sind wir jetzt mit der Flex vorgegangen, haben die Fugen rausgeflext oder eingeflext, sagen wir mal so, dann mit dem kleinen Stemmhammer hinterher. Wir werden die Fugen jetzt aussaugen und danach werden wir die Fläche richtig schön sauber machen. Dann nochmal ein Wort an der Stelle vielleicht zur Thematik Sanierung an sich. Macht das Sinn oder wann macht das Sinn? Und ich sage immer in der heutigen Zeit, Thema Nachhaltigkeit und Thema Kosten, da gibt es natürlich noch viele andere Gründe, die dafür sprechen, ist das eine super Sache. Ich sehe das so, ich habe hier ein Material, was hier damals recht sauber verlegt wurde, was auch heute noch intakt ist, also was noch sauber liegt. Ja klar kann man sich über die Fugengrößen streiten, die sind ein bisschen groß für meinen Geschmack, aber so sehr stört mich die Fugengröße jetzt auch gar nicht. Also die Verarbeitung passt hier und ich muss natürlich auch das Material bewerten. Ne? Das ist ja ein Porphyr, da zahlt man heute 80 bis 90 Euro pro Quadratmeter für. Und dieses Material wegzuschmeißen, damit allein hätte ich schon ein recht schlechtes Gewissen. So, wir waschen jetzt gerade die Fläche einmal mit klarem Wasser ab. Das ist wichtig, damit auch dieser Staub, der auch auf dieser Oberfläche anhaftet, komplett verschwindet. Das ist aber jetzt erst die erste Reinigung mit Wasser. Ihr müsst euch vorstellen, das war ja mit einer Zementfuge versehen und bei dieser ersten Verfugung damals vor 30 Jahren ist auch ein leichter Zementschleier hier auf den Stein zurückgeblieben. Dann sind ja auch noch ein paar Moose und Algen drauf. Das heißt, wir werden einen Terrassenplattenreiniger verwenden und nochmal einen Zementschleierentferner. Ja, also wir gehen hier noch zweimal drüber und dann auch mit einem Schrubber und dann sollten die Platten wirklich auch entsprechend sauber sein. So, wir haben jetzt den Zementschleierentferner verdünnt und werden das jetzt entsprechend der Vorgaben reinigen. So, ich werde euch am Ende auch mittels Angebot wieder zeigen, was diese gesamte Aktion hier gekostet hat und werde diesmal auch Lohnkosten und Materialkosten trennen, sodass ihr dann auch sehen könnt, wenn ihr das selber macht, wie viel ihr euch am Ende des Tages dann sparen könnt. So, bei den Zementschleierentfernern ist es super wichtig, dass man die dann auch richtig schön abspült von der Oberfläche. Also die dürfen nicht eintrocknen. So, jetzt werden wir mit so einem Terrassenplattenreiniger hinterhergehen. Man sieht es auch hier und da noch, ich zoome gleich auch noch mal dran, da ist noch ein bisschen Grünbelag drauf. So, hier vorne, ich ziehe den Finger gleich mal weg, könnt ihr den Grünbelag noch sehr gut erkennen und den werden wir jetzt mal abschrubben. Ich puste jetzt nur eben das Wasser von der Oberfläche runter und dann warten wir mal eben eine Stunde und dann sollte das von alleine getrocknet sein. So, jetzt werden wir die Fläche hier versiegeln und dabei ist jetzt eine Sache sehr entscheidend. Ihr habt vielleicht schon mal gesehen, dass beim Auftragen von Versiegelungen oder Imprägnierungen Drucksprüher verwendet werden. Nehmt das bei so einer Situation auf gar keinen Fall. Warum? Ganz einfach, mit dem Sprühgerät würde die
Versiegelung auch die Steinflanken erreichen. Und diese Versiegelung sorgt ja letztendlich dafür, dass Wasser eben nicht in den Stein einziehen kann. Und die Versiegelung sorgt auch dafür, dass eben kein Schmutz anhaften kann. Das ist jetzt überall gewünscht auf der Oberfläche, aber ihr müsst euch vorstellen, wenn wir hier nachher die Fugenmasse reingießen, dann kann die auch nicht anhaften. Das heißt, die Fugenmasse hat keine Chance, an den Steinflanken anzuhaften. Deswegen immer sehr bedacht jetzt mit der Walze. Wirklich nur die Oberfläche und auch nicht zu viel Flüssigkeit auf einmal auftragen. Da kann man dann lieber zweimal drüber gehen, wenn man sich nicht sicher ist. Ja, das machen wir jetzt. So, wenn nach ein paar Minuten noch eine Pfütze oder so kleine Pfützen in den einzelnen Rillen drin sind, dann müsst ihr diese entfernen. Ne, dazu einfach die Rolle ausdrücken und nochmal mit der trockenen Rolle über den Stein und dann saugt praktisch die überflüssige Imprägnierung raus. Ja, und so gehen wir jetzt die ganze Fläche ab. Wichtig jetzt auch nochmal beim Thema Imprägnierung, Versiegelung ist, dass die Platten wirklich vorher richtig gründlich gesäubert werden. Denn alles, was jetzt noch dran ist an Schmutz, das wird durch die Versiegelung an den Stein gebunden und werdet ihr erstmal auch nicht mehr abkriegen. So Freunde, nachdem die Imprägnierung getrocknet ist, können wir jetzt hier die Fugenmasse auftragen. Ich zeige euch das Produkt gleich auch nochmal eben. Ist auf jeden Fall eine zementäre Fuge, 100% wasserundurchlässig. Das ist hier nochmal wichtig, kommen wir aber später auch nochmal drauf. Ja, das Ganze wird jetzt hier einfach mit so einem Schieber oder mit einer Kelle verteilt und in die Fugen eingearbeitet. Ja, im Hintergrund seht ihr jetzt, wie wir die Flächen sauber waschen und das macht man immer in mehreren Arbeitsschritten und es ist auch egal, welchen Fugenmörtel, also welchen Zementfugenmörtel ihr nehmt, diese Schritte sind immer gleich. Schritt Nummer 1 ist, man muss warten, bis die Fuge leicht angezogen hat. Das sind Spezialfugenmörtel, die sind also so vergütet, dass sie eben schneller anziehen. Ihr könnt dann Finger nehmen und wenn sich die Fuge nicht mehr eindrücken lässt und schon wirklich stabil ist und diesem Druck eben nicht nachgibt, dann ist nämlich genau der richtige Zeitpunkt für die Vorwäsche. Ihr müsst auch darauf achten, dass der Fugenmörtel, der jetzt auf den Platten ist, nicht eintrocknet. Hier wird man dann einfach hingehen, ab und zu mit so einer Sprühflasche, hat ja jeder daheim, die Fläche nochmal leicht benetzen. Hier war es so, dass wir mit der Vorwäsche nach 20 Minuten beginnen konnten. Ihr nehmt einen nassen Schwamm und mit dieser kreisenden Bewegung wascht ihr die Fläche nicht. Das heißt zwar vorwaschen, aber ihr lockert einfach nochmal diesen Mörtel, der ja überall jetzt auch an der Oberfläche angefangen hat auszuhärten. Ja, also das ist ganz wichtig, dass man die ganze Fläche einmal abreibt und das nennt sich eben Vorwäsche. Ja, wenn ihr damit fertig seid, entfernt ihr das Wasser und füllt nochmal ganz klares Wasser ein und dann immer mit einem ganz sauberen Schwamm über die Fläche drüber ziehen, in Bahnen, den Schwamm wieder sauber waschen und dabei auf die Rollen auch richtig viel Druck ausüben, weil hier sollte der Schwamm nämlich eben nicht mehr so nass sein, sondern eher trocken. Damit erzielt ihr ein viel, viel besseres Ergebnis. Und so geht ihr dann die ganze Fläche ab. Nach ein paar Minuten ruhig wieder das Wasser tauschen, weil das wird ganz, ganz schnell dreckig natürlich. Und das ist eben dieser eigentliche Waschvorgang. Und danach sollte die Fläche schon sehr sauber aussehen. Ja, und jetzt könnt ihr optional nochmal hingehen, falls die Fläche noch nicht zufriedenstellend sauber ist, nochmal mit ganz klarem Wasser einmal die ganze Fläche nochmal einmal ganz leicht
nochmal abwischen und dann habt ihr wirklich ein super Ergebnis. Ja, und dann nochmal ein Wort zu der Imprägnierung bzw. der Versiegelung, je nachdem, was ihr da verwendet habt. Ja, wenn ihr das nämlich gemacht habt, so wie wir hier im Video, dann wird euch dieser Reinigungsprozess im Prinzip gar nicht leichter fallen. Nur was der Vorteil von der Imprägnierung bzw. Versiegelung ist, sollte ein Schleier verbleiben auf der Fläche, und das war bei uns auch so, und er trocknet dann ein, dann kann dieser Schleier nämlich eben nicht auf den Platten anhaften. Und das ist nämlich ganz oft, was passiert. Man hat das Gefühl, man hat die Fläche super sauber gewaschen und dann fährt man weg. Wir sind ja auch oft auf Baustellen, gar nicht wie hier jetzt im Beispiel irgendwie daheim am Werkeln. Man fährt dann weg, kommt dann eine Woche später womöglich wieder und sieht das und denkt, oh, jetzt ist hier überall noch so ein leichter Schleier drauf. Den kann man dann wieder nur mit Zementschleierentfernern aufwendig abreinigen. Aber wenn ihr eine Versiegelung aufgetragen habt oder eine Imprägnierung, dann ist es wirklich ganz einfach mit klarem Wasser und einem Schrubber ganz einfach möglich, dann nochmal eben drüber zu gehen. Diesen leichten Schleier bekommt ihr dann ab. Und das ist ja wirklich der einzige Vorteil, den ihr habt bei der Versiegelung bzw. Imprägnierung. Das Waschen, das Sauberwaschen an sich geht dadurch nicht schneller oder einfacher. So, ich zeige euch nochmal eben den Fugenmörtel. Es geht jetzt hier auch gar nicht so um das Produkt, deswegen ich will hier keine Werbung machen. Wichtig ist, wir haben hier Naturstein, das heißt, es sollte ein Trassmörtel sein. Und da die Fugen ja etwas breiter sind, also teilweise auch 2 cm, sollte man so einen Breitfugenmörtel nehmen. Der ist von 6 bis 50 mm zugelassen. Wichtig auch nochmal, aber das ist bei den Mörteln eigentlich immer der Fall, also bei diesen Zementfugenmörteln, die sind wasserundurchlässig. Weil hier drunter unter den Platten befindet sich eine gegossene Platte und alles Wasser, was da rein käme über die Fuge, könnte eben nicht mehr weg und das würde dann hier im Winter zu Frostschäden führen. Also es wäre hier vollkommen falsch, einen wasserdurchlässigen Epoxidharzfugenmörtel zu nehmen. Die verwenden wir natürlich gerne, weil die von der Reinigung natürlich nicht so aufwendig sind. So Freunde, die Sonne geht jetzt unter, wir müssen uns beeilen, aber wir sind eigentlich auch fertig. Ja, eben das Werkzeug noch sauber machen. Und dann schauen wir uns das Ergebnis dann mal so final morgen an, würde ich sagen. So, jetzt kann ich es euch auch nochmal im nassen Zustand zeigen. Ist ja doch nochmal immer ein Unterschied, ob die Steine jetzt trocken oder nass sind. Vom Bild her und auch die Fuge wirkt jetzt noch mal ein bisschen anders. Ja, da es beim letzten Video so gut bei euch angekommen ist, dass ich die Preise offen gelegt habe, habe ich mir überlegt, ich mache das in diesem Video wieder. Ich mache also ein kleines Angebot für euch, beziehungsweise habe ich das schon erstellt und wir gucken uns das an. Ich zeige euch einmal die Materialpreise oder auch die Materialien an sich nochmal und dann auch die Lohnkosten. Das ist auch getrennt, das heißt, ihr könnt dann auch sehen, okay, was kostet das, wenn ich das machen lasse und was kostet das, wenn ich es selber mache, dann muss ich ja nur die Materialien einkaufen. Und das Ganze schauen wir uns jetzt an. Wenn ihr die Preise gleich seht, beachtet bitte, dass diese Fläche 3 bis 4 Quadratmeter groß ist. Ne? Also natürlich, wenn ihr jetzt eine größere Fläche habt, dann braucht ihr auch dementsprechend mehr Material. Ja, und auch eine Firma, die ihr beauftragen müsstet, die würden natürlich nicht mit diesen Zeitansätzen klarkommen und ihr natürlich auch nicht. So, dann schauen wir uns jetzt gemeinsam die Preise an. Ich blende euch einfach das Angebot ein. Wir hatten einmal den Fugenmörtel, das war ein ganzer Sack, 25 Kilo, da ist am Ende noch ein bisschen übrig geblieben. Dann hatten wir den Zementschleierentferner, den Terrassenplattenreiniger und dann die Steinimprägnierung. Hier auch nochmal der Hinweis, ihr müsst einfach schauen, in welchen Gebinden es das für eure Fläche gibt. Also wir haben hier 0,5 Liter gebraucht von dem Zementschleierentferner und auch von dem Terrassenplattenreiniger. Das ist im 1 Liter Gebinde, ihr könnt das sicherlich auch in kleineren Gebinden kaufen. Ja, und das ist es im Prinzip auch schon, wenn ihr es selber macht. Ihr seht es, 48,10 Euro netto, das sind knapp unter 60 Euro brutto. Also das müsstet ihr in die Hand nehmen und dann natürlich euren eigenen Einsatz, aber das kostet euch ja nichts. Bei den Maschinen braucht ihr eigentlich nur einen Trennjäger bzw. einen Winkelschleifer, den hat ja eigentlich auch jeder zu Hause. Wenn ihr den nicht habt, müsstet ihr euch den natürlich kaufen, da würden noch mal ein paar Kosten auf euch zukommen, plus Diamantscheibe. Ich muss den hier auch mit abrechnen, das ist ja letztendlich nichts anderes, als wenn ich einen Pflasterstein zuschneide, das ist auch immer eine gesonderte Position und auch hier haben wir ja ein paar Meter durch den Beton geschnitten und so ein Blatt ist irgendwann auch mal auf und gute Diamantblätter sind auch gar nicht mal so günstig. Dann würden wir hier auch noch eine Fahrtenpauschale aufschlagen und das wäre es jetzt erstmal an Material und sonstigen Kosten. Und jetzt schauen wir uns die Lohnkosten an, die für ein solches Projekt anfallen.
So, ihr seht es hier in der Position 3, Lohnkosten. Da habe ich das Ganze auch nochmal detailliert beschrieben. Das sollte man sowieso immer machen, damit eben auch beim Angebot keine zwei verschiedenen Meinungen oder Missverständnisse entstehen. Und dann haben auch beide Parteien, also Kunde und ausführende Firma, dieselbe Grundlage. Ja, die ganze Aktion hat sich hier über 2 Tage erstreckt, beziehungsweise war es auch wirtschaftlich ganz gut. Wir konnten so arbeiten, reinigen, trocknen lassen, sodass wir am nächsten Tag dann wirklich auch loslegen konnten. Ja, und im Sommer hätten wir so eine Aktion auch locker an einem Tag natürlich durchziehen können. Da sind die Tage ja auch etwas länger. So, das heißt, wir haben einmal 9 Landschaftsgärtnermeisterstunden und einmal 9 Gartenbauhelferstunden. Das wären dann Lohnkosten in Höhe von 880 Euro. Fassen wir jetzt die Materialien zusammen, die sonstigen Kosten und die Lohnkosten, dann sind das 970 Euro netto und brutto ergibt das 1.155 Euro. Vielleicht ist das ja für euch hilfreich und wenn ihr eben keine zwei linken Hände habt, dann könnt ihr sowas auch selber machen und ich finde, ihr könnt jetzt hier auch ganz gut sehen, was man sich dabei sparen kann. So, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Checkt gerne mal die Videobeschreibung ab, da sind alle Materialien vermerkt. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne die Kommentarfunktion nutzen. Und an der Stelle erlaube ich mir dann auch nochmal den Hinweis zu meinem Shop, also zu meiner Website. Wir bieten ja Seminare an, Pflasterseminare und Pflanzenschnittseminare. Die sind dieses Jahr noch vergünstigt. Ich habe mir überlegt, dass ich dieses Jahr den Rabatt drin lasse. Also wenn ihr das buchen wollt, dann bekommt ihr es jetzt vergünstigt. Und ihr bekommt auch Gartenaccessoires oder den Bautechnik-Eimer für eure eigenen Projekte daheim auf meiner Website. Also falls euch das interessiert, schaut mal gerne vorbei. Ja, ich freue mich riesig über jede Bestellung, die noch reinkommt dieses Jahr. Und Sachen, die vor Weihnachten rechtzeitig bestellt werden, die werde ich auch sofort an dem Tag immer direkt verschicken. Und das war es immer noch nicht für dieses Jahr. Ihr habt es ja gesehen, wir sanieren den ganzen Eingangsbereich. Und den müssen wir auch noch gestalten. Das ist natürlich nicht Teil dieses Videos, aber wir sind gerade noch beschäftigt damit und ich glaube auch, dass wir fertig werden und ich beeile mich dann natürlich auch, das Video fertig zu schneiden für euch. Ja, und ich hoffe, dass wir uns dann mit diesem letzten Projekt, mit diesem letzten Video dann von euch aus 2023 verabschieden können. Deswegen verabschiede ich mich jetzt immer noch nicht aus diesem Jahr, sondern wünsche euch erstmal alles Gute weiterhin und bleibt gesund und munter und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis bald!